Liebe Carolinerinnen und Caroliner, wieder eine Woche geschafft und ihr ahnt es, wir haben es beim letzten Mal schon gemacht, wir zählen einfach runter und natürlich ist in dieser Woche dann die 1 unsere Zahl, das heißt noch eine Woche bis zu den wohlverdienten Herbstferien, aber die 1 steht letztendlich auch dafür, für das, was wir alles großartig gemacht haben mit euch zusammen in den letzten Wochen. Das heißt, es ist wirklich gelungen, dass die 7. Klassen alle nach Babke fahren konnten. Wir haben es einfach durchgezogen. Jetzt war die 7.1 in Babke, die sozusagen genauso erfolgreich und froh waren wie alle anderen 7. Klassen. Aber die 1 der Woche des Tages würden wir natürlich ganz klar an Tim Gundermann geben. Denn der hat uns in die Lage versetzt, eine eigene Schul-App zu haben, die Carolinum-App, die er nach 18 Monaten entwickelt hat. Das ist die Version 1.0. Die Ideen sind schon da für die weiteren Verbesserungen. Hier bei der Präsentation Stefan Stadler aus Mannheim, mit dem er zusammengearbeitet hat, der ihn betreut hat. Und jetzt geht es darum, Ideen zu sammeln, zu sagen, wie kommen wir in die einzelnen Chaträume hinein. Die Lehrer haben ihn schon, für die Schüler wird das vorbereitet, für Eltern, für einzelne Arbeitsgruppen, zu Videoplattformen. Und das Entscheidende ist, es ist alles datenschutzkonform in dieser App. Und wir waren natürlich auch froh. Es war eine kleine Veranstaltung. Jette und Cora haben durch das Programm geführt. Solwig und Heidmann, ihr Musiklehrer, haben uns musikalisch, künstlerisch begleitet. Und Julia und Kyra natürlich auch. Und in der Mitte seht ihr einfach auch nochmal Tim. Ja, und dann wollen wir ein paar Schlaglichter werfen. Das heißt, unsere 2.500 Euro vom Gymnasium Carolinum, die ihr im Großen und Ganzen erlaufen habt, aus anderen Projekten generiert habt, sind bei Herrn Dr. Oehres angekommen. Und wir haben uns ja das Ziel gesetzt, 10.000 Euro zusammenzubekommen. Und nun müssen wir mal sehen, wie wir das schaffen. Der UNICEF-Lauf ist sozusagen gelaufen. Und unser Schülersprecher Max Scheumann ist dabei, alles zusammenzuzählen. Und dann werden wir mal in einer der nächsten Ausgaben Max bitten, uns die Summe zu nennen. Und dann haben wir vielleicht schon wieder einen Grundstock, auch was die Deutsche Knochenmarkspendendatei und die Kindertour Sonnenschein betrifft, wo wir krebskranke Kinder unterstützen können. Also auch das geht weiter. Und ein weiteres Schlaglicht. Daniel Domscheit-Berg vom Versteherbahnhof in Fürstenberg war heute da. Ihr kennt ihn vielleicht auch aus anderen Projekten, mit denen wir hier zusammen in der Schule arbeiten. Auch viele Schüler sind im Versteherbahnhof in Fürstenberg. Und wir haben uns heute unterhalten über so eine CO2-Ampel, die wir mit Schülern, mit ihm zusammen installieren wollen in den Räumen. CO2-Ampel bedeutet nichts weiter. Ihr wisst, Lüftungskonzept, Fenster auf, Fenster zu. Es wird kalt. Wir haben das heute schon gesehen bei Regenwetter. Und dadurch, dass die Aerosole auch bei einem bestimmten CO2-Gehalt anders übertragen werden, wird das so ein Licht sein, was dann von grün auf orange-rot geht, dass man weiß, jetzt müssen die Fenster geöffnet werden. Also da sind wir ganz gespannt. Und freuen können wir uns auch. Wir haben darüber berichtet, dass wir ja ein Mediateam haben. Und heute sind live dabei, bei uns hier schon beim Aufzeichnen. Einmal Jelte ist dabei. Ne, vom Mediateam und auch Jonas ist dabei von unserem Mediateam. Also da werdet ihr in der nächsten Zeit noch viel mehr Dinge erfahren und hören. Sie sind inhaltlich orientiert, sie sind technisch interessiert. Also da wird eine Menge passieren. Und wer nachzählt, es war unsere 66. Videobotschaft vom Gymnasium Carolinum. Und in diesem Sinne, seid gegrüßt und bleibt gesund.